So viel Geschichte kann richtig hungrig machen. Also nichts wie hin zu einem Ort feudaler Gaumenfreuden. Vom Schloss Hohaus und der Altstadt von Lauterbach liegt er nur einen Katzensprung entfernt, der Vulkanradweg. Vorbei an Schloss Eisenbach, der schönste Weg zum Schlosshotel nach Eder. Die Gebäude erhielten ihr heutiges Aussehen im 17. und 18. Jahrhundert. Hier residierten einst die Grafen und Fürsten von Stolberg. Und einem ihrer berühmtesten Söhne, dem Fürsten Otto zu Stolberg-Wernigerode, er war Vizekanzler Bismarcks, hat man dieses Denkmal gesetzt. Das sind die neuen Herrschaften auf Gedern, Hubertus und Ute Schulz. Und das S im Wappen steht nun nicht mehr für Stolberg, sondern für Schulz, für das erfolgreiche und selbstbewusste Gastronomenpaar. Als Sie das Schlosshotel in Gedern zum ersten Mal gesehen haben, war es Liebe auf den ersten Blick. Ja, wir wollten schon immer mal Schlossherrn werden. Und Schlossherr ist Hubertus Schulz dann auch geworden. Aber nicht ein Ritter mit Rüstung und Helm, sondern ein Ritter der Tafelrunden. Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen auf Schloss Gedern. Wir haben heute Abend für Sie kredenzt sortierte Garnelen auf einem leichten Pistazienschaum. Ein international hochdekorierter Küchenmeister ist er und seiner Gestaltungsfreude kommt das Ambiente von Schloss Gedern gerade recht. Ist eine wunderbare Symbiose aus der modernen Küche mit dem alten Gemäuer, mit dem alten Schloss. So kann ich also wirklich dem Gast begegnen, wie ich es mir also persönlich vorgestellt habe. Ja, das ist unser Raum Eleonore. Der feminine Raum im Schloss, gewidmet der Fürstin Eleonore, Eleonore zu Stolberg, die hier regiert hat. Sie war eine sehr sinnenfreudige Frau und das ist das, was wir hier auch unseren Gästen vermitteln wollen, eben Geschichte und Genuss. Gleich nebenan geht es deftiger zu. Hier können sich die Gäste in Gesellschaft edler Ritter verwöhnen lassen, die ja bekanntlich das Vorbild manch starken Mannes geblieben sind. Wir befinden uns hier in der sogenannten Ritterstube, bewusst maskulin gehalten. Hier hat also der Gast die Möglichkeit, etwas Geschichtliches mit einzuatmen. Ich lasse mir auch nicht nehmen, die Liebe zu den Rittern. Wenn ich dann auf Turnieren bin, dann habe ich mein eigenes Schild mit meinem eigenen Wappen drauf. Viele Fahrradfahrer lassen sich eine kulinarische Pause auf der mediterranen Schlossterrasse nicht entgehen. Ute Schulz hat sich nicht nur für die Realisierung des Vulkanradweges eingesetzt, sie ist auch die Chefin des Kulturhistorischen Museums und des Tourismusbüros im Schloss. Hier bekommt der Besucher Informationen über den Vulkanradweg, der sich attraktive 93 Kilometer durch den Vogelsberg schlängelt. Nach der Einstellung der Dampflokstrecke zwischen Lauterbach und Stockheim entstand der fein asphaltierte Radweg. Wegen der Schönheit von Landschaft und Seen sowie des milden Sonnenklimas nennt man diese Gegend auch stolz die Toskana Hessens. Sicherlich haben auch diese mediterranen Anregungen Hubertus Schulz zu seinen Kochkursen inspiriert. Normalerweise finden die Gourmetkurse in der Lehrküche im Gewölbekeller des Schlosses statt. Aber bei schönem Wetter weiht der Meister seine Schüler in die Geheimnisse des Barbecues auch auf der Sonnenterrasse ein. Wir spacksen es an. Ja? Ab 68 Grad sind die Bakterien so und so getötet. Wir kommen drüber, garantiert. Flammlachs auf florentinische Art, als ganze Seite am offenen Feuer gegart. Was man auf dem Grill alles machen kann, so man kann, ein Barbecue wird zum Schlemmermahl. Ja.
lachen selbst die Hühner. Zart und saftig vom Grill? Hier das Geheimnis. Die Gewürze ziehen unter Hitze mit dem Rotwein in das Hinkel ein. Aber Barbecue war schon immer mehr als Würstchen über Holzkohle. Bitte sehr. Barbecue kommt daher, dass französische Auswanderer nach Amerika gekommen sind und haben gesehen, dass ganze Tiere ja quasi auf dem Feuer gegart wurden und haben dann gesagt, Mensch, ihr gart ja ganze Tiere vom Bart bis zum Schwanz. Das heißt also Bar à la Q. Ja, daher leitet sich das Wort Barbecue heute ab. Nicht nur zugucken, selber machen ist angesagt. Der Meister führt auch gern des Schülers Hand. Ich möchte ganz gerne die Leute anstecken mit meiner Leidenschaft. Ja. Ich möchte ganz gerne die Leute zur Kreativität hinführen. Innerhalb von 2 Minuten hier. Das ist ein kleiner Applaus wert, oder? Und er spornt auch gerne an. Wie so eine Wucht von Steinbutt zur kulinarischen Barbecue-Delikatesse wird, können Sie selbst auf Schloss Gedern erfahren.